Hallo zusammen, wir sind einmal der Roland und ich. Und heute ist ja schon der 16. Dezember und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir auch dieses Türchen einmal öffnen. Ich gehe mal los und schaue mal, was da drin ist. Du Möchtest machst du es aber reingucken? spannend, Lisa. Ja, oder? Oder möchtest du? Nein. Nein? Okay. Du hast es geholt, du darfst es öffnen. Na gut. Ich verwende mal die Technik vom Andreas. Geht ganz gut. Aber du darfst vorlesen. Ist nichts mehr drin. Mit rotem Band, weihnachtlich verziert. Was muss, das muss. 17. Dezember. Ich meine natürlich den 16. Welche Filme gehören in der Weihnachtszeit zu eurem absoluten Muss-Programm? Wir möchten euch unsere Favoriten vorstellen. Vielleicht ist ja auch eine neue Idee für euch mit dabei. Soll ich einfach mal anfangen? Du, Lisa, fang doch einfach mal an. Okay, das kann ich gerne machen. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme für Weihnachten ist Annabelle und die fliegenden Rentiere. Ich weiß gar nicht, ob den einer von euch kennt. Ich glaube, der ist relativ unbekannt. Ich liebe diesen Film. Darum geht es eigentlich. Also da ist ein kleines Kalb mit noch anderen Bauernhoftieren, die können alle sprechen. Und es gibt einen Jungen, der kann leider nicht reden. Und im Endeffekt hat dieses Kalb einen Wunsch frei und schenkt dem Jungen praktisch ihre Stimme. Also das Kalb ist die Annabelle. Und weil sie so gütig war und dem Jungen eine Stimme gegeben hat, durfte sie sich dann auch noch was wünschen. Und zwar wollte sie einmal mit den Rentieren fliegen. Das heißt, für eine Nacht hat sie dann ein Geweih bekommen und ein Glöckchen um den Hals und durfte dann mit den Rentieren fliegen. Also ein fliegendes Kalb. Ja, hört sich ein bisschen verrückt an, aber ist tatsächlich eine richtig, richtig süße Geschichte. Also dieser Film muss auf jeden Fall mit dabei sein. Tja, Lisa, das muss irgendwie nach meiner Zeit gewesen sein. Also ich bin ja in einem Jahrzehnt groß geworden, wo Weihnachten für mich am ersten und zweiten Weihnachtstag im zweiten Programm belegt war mit Sissi. Ne? Also meine Mutter und meine Oma, die guckten gemeinsam entsprechend auf der Couch sitzend und interessanterweise spätestens nach 20 Minuten waren sie eingeschlafen. Und wenn dann einer von uns Kindern oder mein Vater gewagt hat, das Telefon, das Fernsehen umzuschalten, dann waren sofort wieder die Augen von der Oma und von der Mutter auf, wir gucken das. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Lisa aus Possenhofen und ich kann mich auch noch an die Schicksalsjahre der jungen Kaiserin erinnern. Aber für mich war diese Trilogie von Sissi für Weihnachten einfach immer fest zwangsweise gebucht. Ja, da kannst du dich mit meiner Mama zusammentun, bei der ist das nämlich genauso. Es gibt aber auch noch einen Film, der heißt Die Geister, die ich rief. Der ist eigentlich ziemlich bekannt. Mit James Belushi ist der, meine ich. Der ist auch richtig super. Vor allen Dingen finde ich diese Elfe am besten, die ihm eigentlich immer eine verpasst auf irgendeine Art und Weise, um ihn in die nächste Zeit zu katapultieren. Ich glaube, einmal wirft sie sogar mit einem Toaster. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber dieser Film muss auch auf jeden Fall sein. Und meine Mama und ich schauen den wirklich jedes Jahr, meistens kurz vor Weihnachten. Und der ist immer wieder herrlich, also auch absolutes Muss. Ja, bei uns ist es ja meistens so, dass wenn die Kinder so allmählich auf die Weihnachtskrippenfeier warten, dann läuft ja üblicherweise im Nachmittagsprogramm der kleine Lord. Ne? Lord Fauntleroy, der mit den blonden Haaren den Opa Alec Guinness entsprechend dazu bewegt, dass er auf einmal ganz, ganz viele menschliche Züge entwickelt, an die er so als Gutsherr der alten Art und Weise eigentlich nie gedacht hat. Und wie er so mit ganz, ganz kleinen, aber feinen Aktionen und wirklich kindgerecht seinen Opa dazu bringt, dass er wirklich ein toller Mensch wird, der auch ein Gefühl für seine Mitmenschen entwickelt, der mit ihm dann entsprechend, als er durch die Slums fährt, mit der Kutsche und sieht, welches Elend da herrscht, dann aufgeweckt wird und der auf seine
kindgerechter Art entsprechend wirklich alle ganz, ganz fest mitnimmt und alle schließen ihn in sein Herz und das Ganze geht natürlich mit einem Happy End aus. Das muss auch so sein an Weihnachten. Genauso wie Kevin allein zu Hause, aber tatsächlich ist der erste Teil mein Favorit und am allerbesten finde ich diese Szene, wo er im Keller die Treppe mit irgendeinem schwarzen Klebezeug voll macht und da rennt ja dieser eine Verbrecher nachher hoch und bekommt dann so eine schwere, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendeine Dose gegen den Kopf, weil er irgendwas auf dieser Treppe auslöst. Also der Film ist auch wirklich klasse. Und als Kind, als ich den geguckt habe, habe ich mir immer gewünscht, oh, an Weihnachten möchte ich auch mal alleine zu Hause sein und das ganze Haus mit Fallen präparieren und weiß ich nicht was. Also den fand ich auch immer richtig, richtig cool. Aber tatsächlich den ersten Teil, es gibt ja noch den zweiten, wo er alleine in New York ist. Aber der erste Teil ist mein Liebling. Meistens ist ja so, dass der erste Teil immer besser ist als der zweite Teil. Und also mein absoluter Highlight Weihnachtsfilm ist ja der, der jeden Abend oder jedes Jahr an Heiligabend entsprechend in den dritten Programm läuft. Ein ganz, ganz alter Schwarz-Weiß-Film mit James Stewart, Ist das Leben nicht schön? Diese Geschichte von einem Mann, der eigentlich immer sich für die Gemeinschaft und für andere Menschen einsetzt, sich selber immer zurückstellt und auf diese Art und Weise schon manchmal auch so ein bisschen mitleidenswert rüberkommt. Und dann kommt irgendwann diese Szene, wo er ganz verzweifelt ist, weil alle Ideen, die er hat und alle Dinge, die er bewegen möchte, nicht funktionieren. Und dann möchte er sich entsprechend von einer Brücke stürzen, weil er sagt, ich schaffe das Ganze nicht. Und in dem Moment kommt dann ein Engel in Form eines alten Mannes entsprechend zu ihm und zeigt ihm dann, wie die Welt geworden wäre, wenn er gar nicht da gewesen wäre. Und so wendet sich auch da das Blatt zum Guten, dass entsprechend dann in der Geschichte gezeigt wird, wie viel Gutes er eigentlich schon in seinem Leben getan hat. Und er ist dann auch sichtlich bewegt und kehrt dann zu seiner Familie zurück und das Ganze geht dann auch gut aus. Und ich finde, das ist so diese Geschichte von Weihnachten, die man braucht. Aber diesen Film kann man auch durchaus mal mitten im Jahr gucken, wenn es einem so richtig dreckig geht oder wenn man denkt, Mann, also jetzt ist heute wirklich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Das ist so ein Film, der einen immer wieder hochholt. Ich glaube, wir haben ja alle diesen einen besonderen Film, der immer geht, aber am besten immer vor Weihnachten, weil er einfach gute Laune macht und ein gutes Gefühl verbreitet. Vielleicht habt ihr auch so einen Lieblingsfilm. Ihr könnt ja, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen, erzählen, welcher das ist. Bis dahin wünschen wir euch ganz, ganz schöne Feiertage. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.